Einen schönen guten Morgen. Wenn das was Vernünftiges, was da heute beschlossen wird, das kommt schon, dass die Briten ja gar nichts von dem wollen, was da Nun, ich darf Sie darüber informieren, was heute auf der Tagesordnung des Rates allgemeiner Angelegenheiten steht. Wie schon angesprochen, geht es zum einen um den Beschluss des Verhandlungsmandats, was die Brexit-Nachverhandlungen sozusagen betrifft und das zukünftige Verhältnis mit Großbritannien. Wir unterstützen hier voll den am Tisch liegenden Vorschlag. Es muss jetzt rasch auch aufgenommen werden, die Verhandlungen, weil die Zeit drängt. Michel Barnier hat unser volles Vertrauen. Und was uns schon sehr wichtig ist, ist, dass die Standards, die Spielregeln der Europäischen Union auch von den Briten hier eingehalten werden. Denn es geht uns darum, eine enge Zusammenarbeit zu haben von Sicherheit bis Wirtschaft, aber auch hier keine Wettbewerbsnachteile für die österreichischen Unternehmen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Themen, die heute wesentlich sein werden, die am Tisch sind. Und zwar zum einen geht es um die Erweiterung Westbalkan. Auch hier kann ich sagen, wir unterstützen den Vorschlag des zuständigen Kommissars, was auch die Dynamisierung der Beitrittsverhandlungen für zukünftige Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrifft. Es braucht eine bessere politische Steuerung, aber es geht vor allem auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union im Hinblick auf die Staaten, die eine europäische echte Perspektive haben möchten. Und dann ist auch noch ein weiterer sehr erheblicher Punkt am Tisch, nämlich die zukünftigen Prioritäten und das Arbeitsprogramm der Europäischen Union für 2020. Wir unterstützen auch hier die Prioritäten der Europäischen Kommission von einer Lösung im Bereich der Migrationsfrage über die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bis hin zum Kampf gegen den Klimawandel. Und wenn wir vom Klimawandel sprechen, dann möchte ich hier auch auf ein Thema verweisen, das in den letzten Tagen sehr intensiv diskutiert worden ist, und das ist die Transitdebatte, insbesondere die Belastung des Brenner durch Schwerverkehr, die Belastung der Umwelt und auch der Bevölkerung dort. Hier hat Günther Platter unsere volle Unterstützung, aber wir wollen hier auch eine ehrliche Diskussion auf europäischer Ebene, eine europäische Lösung im Sinne einer Ökologisierung und auch einer Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Aber genau das, was Sie den Briten vorschlagen, haben die Briten ja ausdrücklich nicht. Das ist ein irgendwas. Nun, es ist richtig, dass die Positionen jetzt relativ weit auseinander liegen. Es ist aber, glaube ich, im Interesse der EU-27 und Großbritanniens, auch in Zukunft enge Kontakte zu pflegen. Es ist Großbritannien nicht aus Europa wegzudenken. Und wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir rasch in die Verhandlungen kommen. Wie gesagt, Michel Barnier ist bekannt als sehr guter Verhandler. Wesentlich wird auch sein, dass die EU-27 hier die Einheit wahren. Und darum wird es gehen und deshalb auch volle Unterstützung für dieses Verhandlungsmandat. Auf Augenhöhe. Der Sektor ist für Österreich besonders kritisch. Die Fischerei wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Nun, es geht von Themen der Wirtschaft. Wir haben hier einen sehr intensiven Austausch mit Großbritannien bis hin zu Sicherheitsfragen. Jetzt haben Sie ja das Stichwort Vertrauen angesprochen. Wie viel Vertrauen ist denn überhaupt noch in die britische Seite? Weil jetzt beim Level Playing Field wurde das Mandat ja nochmal ordentlich nachgeschärft. Ist es vielleicht auch eine Reaktion von der europäischen Seite, dass jetzt alle möglichen Ankündigungen kommen, zum Beispiel Border Checks in den irischen See werden, sollen nicht mehr gemacht werden, etc.? Wesentlich ist, dass wir jetzt ein Verhandlungsmandat am Tisch haben. Davon gehe ich aus, dass wir das heute auch beschließen und dass wir dann auf Augenhöhe in diese Verhandlungen gehen können, auch wenn im Vorfeld die Tonalität vielleicht eine etwas schärfere war, auch von anderer Seite, dann glaube ich, dass es im Interesse gerade auch der Briten ist, hier ein gutes Verhältnis mit den EU-27 auch in Zukunft zu pflegen, und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir hier auch zu einer guten Verhandlungsrunde dann kommen. Minister, Irish Television, can we ask you about the negotiations on Brexit and future relationship? Are you worried that both sides are very far apart as we approach the beginning of these negotiations? Well, at the moment, the positions are quite different, but it's very important to have the unity of the EU27 that was in the past like that, and we will do it also in the future. It's important to start the negotiations, and therefore it's very important to have this mandate, and Michel Barnier is a very well-experienced negotiator, and he has our full trust. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. God morgon. God morgon. Var det dags igen? Ja.